Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit Rave, Noah Rayleigh, Rave, Yannis Z. Wir sind jetzt ja beide Rave gejoint und Fokus. Ey, wir sind hier gerade in Wien, weil wir gerade das Announcement gedreht haben und hier in Wien ganz viele andere Sachen machen mit ganz vielen anderen Menschen und das ist einfach super cool. Film mal einmal ganz kurz hier rum, wie cool, groß das ist, alles. Nicht mein Schwanz, Bro. Mach. Yo. Heute, liebe Freunde, gibt's ein super, super Video. Die Oh, was du? Weil es alles super ist hier gerade. Auf jeden Fall gibt es heute ein super, 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 super schönes Video. Und zwar machen wir Earnings erraten und nicht irgendwie Earnings erraten, weil das wäre zu einfach. Wenn ich sagen würde, Buga, würden die alle sagen 3 Millionen. Sondern wir machen Earnings erraten Special Edition. Sag mal kurz, wie speziell das ist. Richtig speziell. Und zwar machen wir heute Earnings erraten ohne. Wir machen heute Earnings erraten ohne Fortnite World Cup. Oh mein Gott, also einfach Earnings erraten, ohne dass die WM-Earnings dabei sind. Also, liebe Freunde, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten. Wie soll es auch anders sein? Was denkt ihr, wie viel Earnings hat Buga ohne World Cup? Habt ihr, ich gebe euch kurz 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 500.000. Ja, Digga, das musst du warten, Digga, du musst warten, bis ich runter. Okay, und sag du deine Antwort. 500.000. 530. 540. Und die richtige Antwort ist 401.000. Das heißt, er hat gewonnen. Ja. Und wer hat gewonnen? Du hast 500.000. 1-0 für Vardial. Wie viel Earnings hast du ohne World Cup? Der hat 3 FCs hintereinander gewonnen, hä? 3 FCs hintereinander. In der E-Digga, da bekommst du 10 Euro. Schade. Nice. Okay, ich würde sagen, wir machen mit dem zweiten weiter, wo wir gerade schon bei World Cup Hühnern waren. Was denkt ihr, wie viel. Das müsst ihr eigentlich wissen. Wenn ihr es nicht wisst, ist es Quatsch. Irgendwie, alle von euch haben mit dem gespielt schon. Nee. Wie viel Earnings hat Aqua ohne World Cup? So, 5 Sekunden. Ich weiß es. Weißt du es echt? Also wenn ihr es nicht wisst, ist es schon sehr peinlich eigentlich. Das weiß sogar ich. Ne, wir wissen ja nur mit. Tja, könnt ihr okay. Oh, let's go. 280.000. 450. 500? Wie viel? 500.000? 500, ja. Digga, 200.000? Bist du dumm? 280.000. Digga, 463.000. Ja, das gleiche. Hab ich gewonnen? Wie viel hat ich gewonnen. 450. Yannis Z hat gewonnen. 1-1. Was ist denn Lutsche? 1-0. 1-1-0, wegen Polizei und so, wisst ihr? Wegen Polizei. Wie viel Earnings hat KN.de ohne World Cup? Okay. Der hat nichts im Leben. 6.000. 6.000? Was sagst du? 9.000. 8.000. 7.800. Warte mal, das heißt, ich hab verloren, ne? Ja, richtig. Richtig. Was denkt ihr, wie viel Earnings hat Tayson ohne World Cup? Da bin ich sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob es ist. Ich weiß nicht. Okay, sag. Ich weiß nicht auch. Sag. 763.000. 764. 762. Digga. Ja. Es sind 793.000. Und damit hat Yannis Z gewonnen. Also mal wieder, also jetzt ein Punkt zu halten. Ne? Nächste Frage. Wir kommen jetzt mal zu einem NA Pro. Wie viele Earnings hat Benji Fischi ohne World Cup? NA Pro meinst du? Nice, Bro. Ein englischen Pro. Englischen Pro. Benji hat 400.000, 450.000. 450.000, ohne World Cup. Was sagst du? 463. 580. 580.000. Und es sind 497.000. Er hat gewonnen. Das ist mal, oder? Ich hatte Punkte stehen da unten, wir machen das nächste. Also, wie viele Earnings hat Epic Rail, der epische Wahl? Nice, okay. Ja, Digga, willst du mal die anderen zuerst dran nehmen? Weil die muss man auch mal jetzt hier. 500k. Ne? 350. Es sind 293.000. Du bist. Was hast du gesagt, Noah? 500k. 200. Was hast du gesagt? Ja, 350. Die sind alle dumm, crazy. Okay, jetzt eine Frage. Du kommst aus Guild, ne? Es geht jetzt um einen Guild-Spieler. Wie viele Earnings hat Guild Hen? Du musst als Erster sagen. 680? Warte mal. Geh mal zuerst zu Noah vielleicht. 682. Geht nicht, muss mindestens 10k weg sein. 690. Ja, Digga, das wird ein bisschen weiter kiesig. Lass mich denken. Der hat 3x FCS gewonnen. 3x FCS gewonnen, hin? Das heißt, er hat 350.000, 450.000. Dann sagen wir nochmal. Er hat 550.000. Er hat 650.000. Und damit hat gewonnen den Punkt. Yannis wieder mal. Super. Jetzt kommen wir wieder zu einem NA Pro. Controller
Razor Ruben, was hieß der Geil? Okay, ey, was denkt ihr, wie viel Earnings hat Reed? Ja, Reed ist cool, 500.000. Was? 100.000. 300.000. 160.000. Hä, Digga, das ist eine Mess. 500.000? Ich hab gerade noch ein T-Shirt gesprochen. Was denkt ihr, wie viel Earnings, ich weiß nicht, wie der eigentlich heißt, aber der stand einfach in dem Leaderboard drin, hat Face Superfly? Face Superfly. So hieß der auf Fortnite-Tracker. Das ist Self-Centered. Was denn, wie viel Earnings hat Face Superfly? Ja, gib mal die anderen zuerst, Digga. Das ist cold. 400.000. Das ist jetzt Scented, oder? Digga, ja, Superfly. Sag einfach Scented. Nee, weniger. 230.000. Es sind 96.000. Es sind nur 96.000, ohne 100. Das ist aber nicht Scented. Das ist aber halt Face. Ich halt Face Superfly, Digga. Ist halt. Ja, warum nennt er sich auch so? Er nennt sich halt Face Superfly. Ist halt Quatsch. Und wir kommen zum letzten. Jetzt wird's nochmal ultra spannend. Wie viel Earnings? Jo, das wird verrückt. Wie viele Earnings hat QDH Baller los? Baller lo 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 los. Auf den groß. Schüsse fallen, es ist heim wie gewohnt. Euro. Tja, Digga, was ist das mit 400.000? 200k. Es sind 360.000 und damit hat Varial gewonnen und die Punkteanzeige steht hier unten, die maximale Punkteanzeige. Der Gewinner bekommt 100 Euro. Lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal, das hat mein Crazy Coach Shanti ein, haut rein, checkt nicht Rave aus, tschüss. Nice, gutes Video. Ciao. Hey, ich mach nie wieder mit deinen Videos, du Fuhr und so. Das war voll cool. Ich hatte einen Punkt, Digga, weil die scheiße sind.